Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Sitchkos Tech World. Mein Name ist Silvan und ich habe heute was ganz Nettes für unsere Vinyl-Liebhaber unter uns. Und zwar habe ich hier den neuesten JBL-Plattenspieler, wie gesagt vom Hersteller JBL und genauer gesagt das Modell JBL Spinner BT, wobei das BT hier für Bluetooth steht und diesen wollte ich gerne hier mit euch etwas näher anschauen und ich würde sagen, wir fangen auch direkt nach dem Intro damit an. Bis gleich, bleibt dran. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Operation abgeschlossen. Gute Arbeit. So, willkommen zurück. Ich würde sagen, dann gucken wir uns doch den Plattenspieler hier auch etwas näher zusammen an, im Detail. Und fangen wir mal an mit dem Gehäuse. Dieses ist aus Holz gefertigt, genau gesagt aus MDF-Platten. Die Verarbeitung ist dennoch wirklich JBL-gerecht, sehr, sehr gut. Also ich konnte echt keine Fehler oder irgendwelche scharfen Kanten hier entdecken. Es ist sehr, sehr edel verarbeitet. Wir haben hier auf der unteren rechten Seite einmal das JBL-Logo mit den orangenen 3D-Muster, was wirklich sehr cool aussieht. Außerdem hier diese Riffelungen, die hier eingraviert wurden. Kann man hier hören. Sieht auch nochmal sehr, sehr schick aus. Auf der linken Seite haben wir dann hier unsere Einstellungsmöglichkeiten für unsere Schallplatten. Einmal 33 und einmal 45 Umdrehungen pro Minute, je nach Schallplatte, die wir hier verwenden. Dann haben wir hier einmal hier unseren Aluminiumteller. Dieser wird von einem Riemenantrieb angetrieben mit einem Geschwindigkeitssensor, der dafür sorgt, dass hier auch immer die Geschwindigkeit konstant bleibt und dadurch auch die Musik sauber abgespielt wird. Außerdem bekommen wir hier auch noch so einen Filzteller mitgeliefert, um auch unsere Schallplatten zu schützen. Aber das Wichtigste ist hier dann aber auch unsere Tonabnehmer, der sich auf unserem Aluminium-Tonarm befindet. Dieser kommt von Audio Technica und das Modell AT3600L. Dieser geht dann auf den Schallplatten, auf denen ihren Spuren sehr sauber durch und bringt dann auch jeden einzelnen Ton sauber rüber. Dafür sorgt aber auch nochmal hier unser Bluetooth 5.2 Chip von Qualcomm mit einer aptX-TM-Kodierung. Das heißt, dieser wird dann auf unsere Bluetooth-Lautsprecher sauber übertragen und klingt noch ein Stück besser als sonst, muss ich zugeben. Ich hatte noch einen älteren Plattenspieler hier und konnte dadurch einfach einen großen Unterschied hier auch feststellen. Und wie gesagt, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Dieser hatte zwar kein Bluetooth, deswegen nur eingebaute Lautsprecher. Da klingt das Ganze dann natürlich nochmal etwas flacher, etwas, ja, ich würde sagen, so Vintage-mäßiger, ja, auf jeden Fall. Ich finde das Ganze aber mit Bluetooth-Lautsprecher auch ganz cool und ich kann damit auch jeden Bluetooth-Lautsprecher verwenden oder auch Kopfhörer und kann die Musik dann auch für mich selbst einfach hören, um nicht vielleicht andere im Haus, in der Wohnung und so weiter dabei zu stören und kann dann auch in Ruhe meine Lieblingsplatten anhören. Dann haben wir auch hier unseren abnehmbaren Deckel, den könnt ihr auch entfernen, je nachdem wie ihr Lust habt. Und dieser schützt natürlich hier auch gut vor Staub und so weiter und sieht auch nochmal etwas mehr nach Vintage aus, wie früher die Plattenspieler. Wer es aber modern mag, der kann das auch komplett einfach abziehen nach oben. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Das müsst ihr auch noch montieren, damit das Ganze dann hier auch drauf passt. Sieht dann halt, wie gesagt, auch noch etwas moderner aus, ohne Deckel. Oder ihr lässt es einfach so offen, das sieht auch gar nicht mehr so schlecht aus. Weiter haben wir auf der unteren Seite hier solche vier Füße, die so ähnlich wie ein Bumper sind. Das heißt, diese federn hier auch den Plattenspieler ab. Somit habt ihr auch weniger Sprünge oder Aussetzer hier bei der Musik und beim Abspielen oder Schallplatten, was natürlich auch sehr gut ist. Dann zeige ich euch auch, wie ihr den Deckel hier entfernt. Und zwar ganz einfach. Einfach hier nach oben ziehen und schon ist dieser weg. Ihr habt diese zwei Clips hier, die mitgeliefert werden. Die müsst ihr hier einmal draufstecken, was aber auch wirklich sehr easy ist und auch keiner großartigen Beschreibung hier benötigt. So sieht das Ganze jetzt hier dann auch ohne Deckel aus und wir haben dann hier unseren Tonarm. Wir haben hier dann auch noch die Möglichkeit, so ein Anti-Shake hier einzustellen, je nachdem, wie sehr das Ganze hier wackelt. Das merkt ihr dann, wenn ihr zum Beispiel durchs Zimmer strampelt oder die Kinder durch die Gegend hüpfen. Ob es dann Aussetzer gibt, das könnt ihr dann hier auch an diesem
Drehschalter hier noch ein bisschen justieren. Wie gesagt, ein Aluminium-Tonarm mit einem abnehmbaren Shell. Und dazu muss man hier einfach aufschrauben und schon kann man das Ganze hier auch abnehmen. So sieht das Ganze dann hier aus. Und wird dann einfach hier nochmal so drauf gesteckt. Ihr könnt hier echt nicht viel falsch machen. Dann wird das hier nochmal festgeschraubt. Und das war's auch eigentlich schon. Ihr müsst dann nur noch hier noch die Gewichte einstellen. Da haben wir hier das Gegengewicht. Und zwar hier an dem hier drehen. Je nachdem, wie ihr das dreht. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Deswegen kann man hier noch ein bisschen zurückgehen. Dann müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen üben und schauen. Je nachdem, wo ihr auch euren Plattenspieler abstellt, natürlich nicht so drauflegen wie ich jetzt. Dadurch bekommt man hier dann auch falsche Werte, sage ich mal. Aber so im Großen und Ganzen passt das jetzt gerade. Wir haben dann hier einmal nochmal zum Hoch- und Runtersetzen unserer Nadel. Und ja, außerdem lässt sich das Ganze hier auch nochmal entfernen, zur Not, wenn es sein muss, um das Ganze hier auch auszuwechseln, wenn was defekt sein sollte, was ich natürlich nicht hoffe. So, dann haben wir auch hier unsere Rückseite. Hier befinden sich noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten und Anschlussmöglichkeiten. Wir haben hier einmal einen Cinch-Kabelanschluss und zwar wird das auch von JBL hier nochmal mitgeliefert, ein hochwertiges Cinch-Kabel, damit ihr das Ganze auch an eine Anlage anschließen könnt. Ihr könnt dann hier den Amplifier, den Verstärker hier ein- und ausschalten. Sobald das aber hier angeschlossen ist, schaltet er sich dann auch automatisch aus. In der Mitte haben wir dann unsere Bluetooth-Pairing-Taste. Damit könnt ihr euch dann mit eurem Bluetooth-Lautsprecher verbinden. Auch zum Beispiel resetten. Ich glaube, das waren 10 Sekunden draufbleiben. Dann resettet sich hier die Bluetooth-Verbindung zum letzten Lautsprecher und ihr könnt euch dann wieder neu verbinden. Hier haben wir dann auch die Möglichkeit, Auto-Stop on und off einzuschalten. Nebendran unseren Netzkabelanschluss. Am Netzkabelanschluss gibt es noch einen zweiten Adapter für Anschlüsse, ich weiß nicht, irgendwo im Ausland und so, also UK oder US, keine Ahnung, eins von den beiden. Und einmal hier EU ist natürlich mit dabei, den ich gerade verwende. Das Kabel ist auch circa 2 Meter lang. Nicht allzu lang, aber es ist gerade noch in Ordnung. Dann haben wir hier noch zu guter Letzt auch unseren Ein- und Ausschaltknopf. Wirklich sehr einfach gehalten. Das Wichtigste ist, ihr habt eure Lieblingsschallplatten, schaltet den Player an, unseren Schallplattenspieler, verbindet diesen mit Bluetooth oder eurem Kopfhörer, also Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer, oder halt über eine Anlage und schon könnt ihr die Schallplatten genießen. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut gelöst, wie gesagt auch sehr schick. Wie gesagt, diese Knöpfe braucht man auch nicht ständig, deswegen sind die auch im hinteren Bereich aufgehoben und das finde ich auch absolut in Ordnung. Deswegen haben wir auch hier so ein minimalistisches Design auf dem Plattenspieler, wo sich eigentlich auf das Wichtigste konzentrieren. Dann schalten wir das Ganze auch ein. Den Lautsprecher haben wir schon mal in unserem Bluetooth-Modus. Und ein Knopfdruck reicht hier, damit sich das Ganze dann hier mit dem Lautsprecher verbindet. Und das ist eben geschehen. Ihr seht es hier am Dauerleuchten hier in der blauen LED. Und es zeigt euch, dass wir hier mit dem Lautsprecher verbunden sind. Ihr bekommt auch diesen Adapter mitgeliefert. Ich tue den auch nochmal hier drauf, damit ihr ihn sehen könnt. Wichtig ist jetzt hier einmal die Geschwindigkeit einzustellen und dann den Tonarm auf unsere Schallplatte zu bewegen. Noch was vorab, und zwar kann es sein, dass der Ton hier einmal gestummt wird von YouTube wegen Urheberrechtsverletzungen. Ich versuche es einfach mal und lasse das Ganze einfach nur mal 10 Sekunden laufen. Und dann tun wir das Ganze auch gleich wieder weg. So, dann tun wir das mal weg hier. Wie gesagt, nicht, dass es durch urheberrechtlich etwas geschützt ist und dann hört ihr davon auch nichts. Aber ihr habt gesehen, das Ganze funktioniert hier, wie gesagt, auch mit jedem beliebigen Bluetooth-Lautsprecher. So, dann kommen wir auch hier zu einem Fazit. Und dieses fällt natürlich
von meiner Seite relativ positiv aus, denn ich bin ein Vinyl-Liebhaber und mir gefällt der Plattenspieler wirklich gut. Hier durch seine Bluetooth-Funktionen, die hier den Sound richtig gut auf meine Bluetooth-Lautsprecher rüberbringen. Außerdem ist die Verarbeitung JBL-typisch auch sehr gut. Wir haben hier auch ein minimalistisches Design, wo sich hier auf das Wichtigste hier konzentriert. Und zwar meine Lieblingsschallplatten hier auf meine Lautsprecher rüberzubringen, damit ich diese dann auch genießen kann. Wie gesagt, Verarbeitung top, Technik top. Was soll ich großartig sagen? Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Plattenspieler. Ja, wem er gefällt, ich werde es auf jeden Fall unten in der Beschreibung nochmal verlinken. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal etwas näher anschauen, auch bestellen, wenn ihr möchtet. Und ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, den Plattenspieler. Er macht einen wirklich sehr guten Eindruck. Wird auf jeden Fall eine Augenweide in eurem Zimmer, auf eurem Regal, auf eurer Kommode, auf eurem Sideboard, egal wo auch immer ihr ihn aufstellt, wird er auf jeden Fall die Blicke zu sich ziehen und auch die Neider. Ja, muss man an der Stelle sagen, wirklich, es ist ein wirklich schönes Stück und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, hat euch das Video gefallen? Lasst ein Like da. Was hält ihr von dem Plattenspieler? Würde mich auch sehr interessieren. Lasst einen Kommentar da. Was mich noch sehr freuen würde, wenn ihr ein Abo da lasst. Ich habe noch viele coole Sachen, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. An dieser Stelle, wie immer, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.